Also, wir können jetzt ja nicht jedes brennende Haus löschen, dann stehe ich ja noch in 2 Jahren hier an dieser Waldlichtung. Ja, das stimmt wohl. Wenn jetzt niemand Also, vor unmittelbar in allem. Gefahr ist, dann sollten wir vielleicht wegbleiben. Hier ist doch der erste Ort, an dem wir durchgekommen sind. Also, ich denke nicht, dass noch irgendjemand hier lebt. Und selbst wenn hier noch jemand lebt, dann auf eigene Gefahr? Ich frage mich, wie er das Feuer gelegt hat. Wenn es seit langer Zeit brennt, müsste es nicht schon lange ausgegangen sein? Nun, haben wir nicht irgendwas gehört von diesen Söldnern, die hier irgendwo sein sollen? Vielleicht haben die das gelegt und verbrennen, haben dort Leichen verbrannt? Das kann natürlich sein. Oder ein Blitzeinschlag vielleicht. Ja, jetzt kannst du tatsächlich erkennen, Kiaras, wie eine Person gerade aus dem Stall heraustritt und auf eine der verwesten, vergammelten Rinder zuläuft. Oh, da tut sich was. Du darfst einmal Heraldik würfeln. Ja, ja. Wie wohl die Person mit einem, es ist wohl eine Axt, geht auf das Rind zu und schneidet dann mit der Axt einen Großteil vom Bein auf und wird dann mit diesem Schnitt langsam und langsam weiter nach oben fahren, um dann diesen aufgeblähten Bauch dann so zu beschneiden, dass das Gas entweichen kann und dabei nicht explodiert. Du siehst, wie dort ein Löwe prangt. Und du hast ihn schon vor kurzem erst gesehen. Es gibt da noch einige andere heraldische Wappen, aber das sind Söldner von Leoma dem Löwen. Na, da sieht es aus, als wenn einer dieser Leomar-Löwen versucht, die Kadaver loszuwerden. Aha. Also wird wohl einer von Ihnen dieses Feuer gelegt haben. Nun, wie es aussieht, ja, verbrennt er das tote Rind. Oder, nun, zerkleinert sie und verbrennt die Einzelteile. Vollkommen egal, was er da macht, von denen sollten wir uns fernhalten. Ich sehe auch keinen Handlungsbedarf hier. Nun Er dann. scheint sich sicher zu fühlen, wenn er ein solch, ja, gewaltiges Feuer entfacht. Ja, während du das sagst, kannst du auch sehen, wie jetzt 2 andere Leute aus der Scheune herauskommen und dann beginnen sie, zumindest einen der schon aufgeplatzten Rinder, dann an den Hinterbeinen in Richtung Stall zu ziehen. Also sind erster wohl nicht alleine und tatsächlich das, was du eben vermutet hast, sie werden leicht verbrennen. Ach, tatsächlich sind mehr von denen da, ja. Ich denke nicht, dass wir dort hin müssen. Nun, also, das Außer wir wollen mit Verbrennen von den. anpacken. Nein, nein, danke. Ich denke, das bekommen Sie ohne uns hin und je weniger Sie von uns wissen, desto besser für uns. Wir sollten weiterziehen. Finde ich auch gut. Nachdem du bemerkst, während du da so liegst und auf das schaust, was Keras da tut, wie du tatsächlich ein Stechen und Brennen in deiner Hand spürst. Und wenn du deine linke Hand betrachtest, die mit dem abgeschnittenen Finger, da hat sich tatsächlich diese Tätowierung gebildet, ein neunzackiger Stern. Kaninor, Ja. der Besoffene von gestern, wollte uns nicht verarschen und ich zeige ihm mal meine Hand. Wenn du die Oh, Hand so ein bisschen ja. bewegst, kannst du auch erkennen, wie sich wohl, ja, es ist nicht wirklich so ein Windrad oder so eine Rose, aber es bewegt sich auf deiner Hand. Eine laufende Tätowierung. Als ob sie mit einem Stern in eine gewisse Richtung zeigen würde, aber dadurch, dass es 9 Zacken sind, kannst du diese Richtung nicht wirklich ausmachen. Ah. Das sieht beunruhigend aus. 9 Zacken. Nun, zumindest ist es keine 7. Und Ich habe ja auch ich neun habe einfach keine Finger. Ahnung, was das sein soll. Was habt ihr da? Das ist meine neue sich bewegende Handtätowierung. Die gibt es wohl für alle Koakoluten gratis. Ihr wollt mich verarschen. Nee, hat der Typ aus der Burg da erzählt. Gibt's für jeden Koakoluten, wenn du in Dapazien rumläufst. Was für ein Typ auf der Burg? Ja, so ein Bosowski halt, so ein Söldner. Einer der Der? Söldner.
Und der erzählt, dass alle Chor-Akoluten was bekommen? Ja, diese Tätowierung an der Hand mit den neuen Zocken, den Stern. Oh, und die habt ihr euch gestern machen lassen? Nö, nein, die ist gerade aufgetaucht. Und das hat uns erzählt, dass eine Freundin von ihm, auch eine Chor-Akolytin, dasselbe bekommen hat, als sie den Fluss überquert hat. Und das findet ihr nicht besorgniserregend? Das ist auch deswegen jeden schauen wir uns das gerade an, oder nicht? Was soll ich jetzt machen? Naja, ich werde erst einmal untersuchen, ob es sich um ein magisches Phänomen handelt. So ein besoffener Söldner kann ja viel erzählen. Ich nehme mal Raphim seine Hand und bewege mich mal dann so im Halbkreis um ihn herum und drehe ihn dann so mit und schaue mir an, wie sich das die Tätowierung dreht. Nun, es ist definitiv seltsam. Seltsam auf jeden Fall. Aber irgendwie ganz schick, oder? Es scheint auf jeden Fall irgendwo hinzuzeigen. Und wohin ist die Frage? Oder richtet sich vielleicht nach den Himmelsrichtungen aus? Ich weiß es nicht. Das würde ich mal überprüfen. Richtet sich das Ding nach Himmelsrichtungen aus? Also dadurch, dass es 9 Zacken sind, ist das schwierig auszumachen. Aber es zeigt nicht nach Norden. Mit der Spitze. Also es ist kein... Carino, wie heißen die Dinger nochmal? Kompass. Nordpass? Ein Südweiser meint ihr wohl. Kompass ein Südweiser, ja, danke. Na, scheinbar nicht. Nun, ist das, ist die Tätowierung wirklich so gleichmäßig neunzackig oder? Ja. Hab ich das Symbol schon mal irgendwo gesehen? Götter und Kulte plus 5. Gut. Danke fürs Gespräch an der versuchen. Stelle. Können die anderen auch würfeln. Währenddessen schaue ich mir die Tätowierung mal mit einem Odem an. Raphim, du solltest deine Hand abschneiden. Hallo? Also, es sieht sehr gefährlich aus. Sehr gefährlich. Sehr gefährlich. Ich versuche das mal mit Dreck abzureiben. Ja, Raphim, ist definitiv dämonisch. Du solltest deine Hand tatsächlich abtrennen. Nur das würde helfen und Linderung verschaffen. Vor allem, wenn du da so drauf starrst, du merkst, wie dieses Puckern und Pochen und der Schmerz größer und größer wird. Die anderen können auf alle Fälle in Erfahrung bringen. Ja gut, 9 Zacken, die Zahl 9 ist die heilige Zahl von Chor. Ja, ich würde meinen Dolch aus meiner Tasche ziehen, den an meine Hand ansetzen. Finger weg. Nein. Auf damit. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Plus 14. Plus 14? Ja. Ja, Freund. Ja, kein Problem. Dann fang an zu schneiden. Ja, ich würde mir die oberste Hautschicht versuchen abzutrennen. Raphim, hör auf damit, gib mir den Dolch. Carino, das ist sehr wichtig. Das ist irgendwas Böses. Nein, es ist nicht. Der neunzeitige Stern ist doch das... Ich bin mir ziemlich sicher, dass 9 die Zahl von Chor ist. Also ich würde mir das Messer jetzt so in die Hand drücken. Ah! Oh, in der Hand tut's immer besonders weh. Raphim, was tut ihr denn da? Ich versuche das hier zu analysieren. Die oberste Hautschichten abtrennen, seht ihr doch. Ihr stört ihre Untersuchung. Ich habe gerade fürchterliche Schmerzen, das ist mir scheißegal. Dann hör auf zu schneiden. Carino, das ist böse. Lass die Magier das untersuchen, ob es wirklich böse ist. Dafür sind sie doch da. Raphim, es ist definitiv magisch. Jetzt lasst mich einmal in Ruhe daran arbeiten. Wenn es mir über den Arm wächst und ich hacke mir, dann muss mir den Arm abhacken, dann schuldet ihr mir alle... Einen Arm. Einen Arm. Also. Ich werde mir etwas überlegen. Na, keine kamale Komponente. Eindeutig magisch. Ich würde mal jetzt erstmal das Messer wegstecken und Abelmir anschauen. Ein Arm, Abelmir. Ein Arm, wenn das auch nur 1 Zentimeter weiter wächst. Einen menschlichen Arm? Einen, der anwächst. Darüber lässt sich reden. Ich bin sicher. Was meint ihr jetzt mit magisch? Magisch, 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 dämonisch? Das müsste ich genauer analysieren. Der Odem hat mir jetzt nur gesagt, dass es magisch ist und eben kein kamaler Einfluss vorherrscht. Den könnte ich natürlich nicht erkennen.
aber da ich diese magischen Strukturen sehe, gib mir noch mal etwas Zeit. Ich führe eine Analyse durch. Gut. Ich würde in der Zeit mal meinen Arm im Auge behalten, ob die Tätowierung wächst, und immer mal wieder einen Blick zu Abel mir werfen. Also sie bleibt auf der gleichen Größe, sie wird einfach nur schwärzer. Sie bildet mehr Konturen aus, also wird halt weniger durchscheinend, sondern halt ja, schwarz, wie normale Tätowierungen eben sind. Vor 10 Minuten lang, Isarun betrachtet deine Hand, hat vor ihren Augen die Matrix geöffnet und kann dann nach und nach die Linien verschieben in die richtige Richtung. Du siehst wohl, dass das Zeichen rot leuchtet und einen dämonischen Einfluss hat. Du siehst Zayat-Glyphen, die zwischen den 9 Zacken aufragen und dann identifiziert werden als Seelensäufer, Blutdürstiger und Zerstückler. Oha. Und du siehst, dass tatsächlich eine dieser Kompassrosen bzw. eine dieser Zacken den Weg weist, den Weg des Schmerzes. Also muss ich mir jetzt die Haut abtrennen oder nicht? Nein, ihr müsst euch nicht die Haut abtrennen. Allerdings sollten wir wahrscheinlich einen Exorzismus ausführen. Och, scheiße! Nun, also, ihr hattet recht damit, dass es eine Art Südweiser ist. Eine dieser Zacken, seht ihr diese dort? Die weist den Weg. Wenn ihr euch jetzt dreht, hat sie ein besonderes Leuchten. Derzeit zeigt sie nach Nordosten. Seht ihr diese? Naja, und es sind einige Zayat-Glyphen hier hineingewoben. Seht ihr? Naja, ihr wahrscheinlich nicht. Aber hinter diesen Zacken, diesen, diesem und diesen, finden sich einige Zayat-Zeichen, die auf grausige Namen oder Beinamen hindeuten. Zerstückler und solche Dinge. Großartig, okay. Wissen wir, wo. Und ihr seid euch ganz sicher, dass ich mir nicht die Haut abschneiden soll. Weil jetzt könnten wir noch. Nun, diese Struktur geht ein wenig tiefer als nur die oberste Schicht eurer Haut. Also würde die Hand helfen? Ja, aber ihr müsst ja nicht unbedingt es darauf anlegen, eure Hand zu verlieren. Wenn aber ein ihr Exorzismus... meint, man könnte mich auch anders retten. Ja, das sage ich. Könnte uns dieser Südweiser dahin zeigen, was die Ursache für das Ganze ist? Das ist durchaus möglich. Und könnten wir dann das umbringen, das mir das angetan hat? Während ihr 10 Minuten lang oder während Isarun 10 Minuten auf die Hand gestarrt hat und die anderen natürlich ebenso unheilschwanger, Eris kann ab und zu nochmal rüber schauen zu den Waldlöwen von Leoma. Ihr habt mittlerweile auch so ein bisschen das Gefühl, dass es nach verbranntem Fleisch riecht. Und das kommt nicht von den Rindern, sondern das kommt vor allem von der Hand von Rafim. Und wenn Abel mir besonders nochmal hinsieht, kannst du wohl... Das sieht fast aus wie ein Raubtierauge. Hey, was ist das dort? Ein Auge? Dort. Ich touch mal auf diese Blut... Spur auf Rafims Hand? Entschuldigt. Aber mir, das ist frisch. Dort ist ein Auge. Du bist auch so ein Auge. Guck doch genau hin. Da ist ein Auge. Aber mir, wieso ist da ein Auge auf meiner Hand? Wenn ich das wüsste, wäre ich ein weiser Mann. Isarun, warum ist da ein Auge auf meiner Hand? Ja, es könnte symbolisieren, dass ihr die Aufmerksamkeit einer Wesenheit auf euch gezogen habt. Hier ist eine Zayat-Glyphe. Das ist irgendwie seltsam geschrieben. Vielleicht hat es Ähnlichkeiten mit dem Selemia. Kera, Fai. Und dies ist ähnlich des Namens auf Zelemia für einen der Erzdämonen, den Gegenspieler von Rondra nämlich. Großartig. Das ist ja mal richtig scheiße im Quadrat. Ja, ich fürchte, darum sollten wir uns auf jeden Fall kümmern. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, du ist merkst jetzt auch, wie Mira neben deine Hand getreten ist und schnuppert.
Ja, bist ein braves Mädchen. Bist ein braves Mädchen. Ist das so? Fängt jetzt auch an, mit der Zunge über deine Hand zu lecken. Ja, ich weiß, ich weiß. Das ist irgendwas Böses, Dämonisches. Da kümmern wir uns drum. Isarun, müssen wir uns da jetzt drum kümmern? Sofort? Weil das ist in meiner Haut und das sieht nicht gut aus. Ich kann jetzt gerade nicht sagen, ob sich das schnell ausbreiten wird oder überhaupt ausbreiten wird oder nicht. Aber ihr habt auf jeden Fall eine erzdämonische Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Das sollten wir so schnell wie möglich beenden. Wenn man eine Magiekunde, magische Analyse, kann Abel mir auch würfeln. Nur Schwert oben 14. Kann mir jemand sagen, wie ich das gemacht habe? Ich fürchte nicht. Habt ihr etwas angefasst? So wie Jalan immer? Ich glaube nicht, dass das schuld ist an etwas, was du gemacht hast, sondern eher, dass es mit Kor zusammenhängt. Was hat Kor denn mit Erzdämonen zu tun? Nun, er ist Feind von Erzdämonen. Also ihr seid der Meinung, dass sich das nicht ausbreiten wird, das Zeichen ist fertig, es ist ein Mal und es weist eine Richtung. Damit ist Belhalhar zumindest schon mal zufrieden. Nun, wie es aussieht, zeigt es in eine bestimmte Richtung, was wir vorher schon vermutet haben. Wenn wir den Ursprung dieses Zeichengebers auslöschen, dann sollte dieses Mal verschwinden. Ja, aber die Frage ist doch, was befindet sich am nun, Ende des Gezeigten? Entweder derjenige, der das gemacht hat, zum Umbringen oder ein Ziel, das wir umbringen sollen für nun, die Erzdämonen? Nun, das müssten wir vor Ort natürlich entscheiden. Wichtig ist, dass Rafim möglichst schnell an den Ort gebracht wird, nicht wahr? Haltet ihr das wirklich für das probate Mittel dafür? Dann können wir auch, was auch immer das gemacht hat, umbringen. Also sehr dolle umbringen, weil es verdient hat. Vielleicht könnten wir ihm die Augen ausdrücken. Habt ihr vielleicht ein Geschenk von diesem Söldner angenommen? Eigentlich nicht. Er sagte halt, dass die andere Akolytin genau dasselbe bekommen hat. Nun, das ist aber schlecht. Denn wenn sie es für ein Zeichen des Chor hält, dann folgt sie ihm nachher noch. Dann hat sie sich die Hand abgeschnitten. Das wäre eine sehr vernünftige Vorgehensweise, sich die Hand direkt abzuschneiden. Wir könnten versuchen, sie aufzuspüren. Sie soll angeblich sich hier einem der Söldnerheere angeschlossen haben. Erst einmal müssen wir uns um Rafim kümmern. Müssen wir da jetzt sofort hinlaufen oder nicht? Das ist jetzt meine Frage. Nein, es wird sich nicht ausbreiten. Sofort ist es nicht notwendig. Allerdings wollt ihr auch nicht länger ein unfreiwilliger Spion oder Begünstigter der Erzdämonen sein, als ihr es müsst. Würde ich auch so unterschreiben. Gut, würde Kollege. Vielleicht sollten wir eure Wunde vielleicht ein wenig oberflächlich flicken. Das bisschen, aber mir stell ich nicht an. Ein wenig Nadel und Faden. Ja, hau rein. Setzt euch dorthin. Habt ihr noch etwas Wasser, um die Wundränder zu säubern? Alkohol ja, will mir noch besser. Das habe ich aber mir, das habe ich. Sehr gut. Ach, habt euch nicht so. Und so könnt ihr anfangen, das Mal zu versorgen, zu verbinden. Mira hat, wie gesagt, die ersten Wundränder mit ihrer blauen Zunge abgeleckt. Und ja, während ihr dort sitzt in den Hügeln, immer mal wieder rüberstarrt, ob es von den Waldlöwen noch etwas mehr gibt, ja, könnt ihr euch noch etwas erholen. Ja, während ihr gerade dort in den Hügeln sitzt, könnt ihr erkennen, wie der kleine Boltax auf euch zuhumpelt, wo er mal hergekommen ist. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Oh, dieses Wasser. Furchtbar, aber wirklich. Ah, das seid ihr ja. Wo kommst du denn her? Der Erde. Aus dem Fluss? Nein. Ja, Boltax, ihr humpelt doch. Was ist denn los? Ja, die Geister haben mich vielleicht etwas ungünstig abgesetzt. Seht an, dieses Bein ist trocken und dieses Bein ist nass. Das soll so nicht sein. Wir sollten beide Beine nass sein? Nein. Keine Beine sollten nass sein. Oder fröhlich im Fluss laufen. Ausgerutscht, oder? Na. Habt ihr euch mit den Flussgeistern gebalgt? Nein. Wart ihr ungeschickt? Nein. Nein. Nein, 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 nein. Du dick. Was? Wirklich? Gerade von euch? Was soll das denn heißen?
Ihr wisst das schon. Ihr habt nicht zufällig Einblicke in dämonische Symbole auf meiner Hand? Nein. Was ist passiert, während ich weg war? Ich habe jetzt einen neuen zackigen Dämonenstern auf der Hand. Den Rest erklärt euch Iserun, weil den Rest habe ich nicht so ganz verstanden, aber es wurde schlecht. Iserun, was ist passiert, während ich weg war? Nun, gestern hat unser Freund Rafim wohl mit einem Söldling auf der Burg Auralet gesprochen. Und der erzählte von einer Bekannten von ihm, die ein solches Symbol auf ihrer Hand vorfand. Nun, und als wir hier so lagen und diesen brennenden Weiler betrachteten, begann plötzlich Rafims Hand zu schmerzen und es bildete sich eben dieses Gebilde. Rafim, zeig doch einmal her. Ja, hier. Sieht das nicht furchtbar aus? So neunzackig und blutig und alles. Das mit dem Messer war ich. Warum? Ich wollte die Haut abtrennen, aber Iserun meint, das würde auch nicht helfen. Ja, ich habe es nämlich magisch analysiert und dabei ist herausgekommen, dass es tatsächlich eine kleine Aufmerksamkeit des erzdämonischen Gegenspielers der Rondra ist. Oh Gott, das kann nicht gut aus, das sieht gar nicht gut aus. Nein, und seht ihr, diese Zacke, die zeigt nach Nordosten. Und diese Markierung bewegt sich auch. Es ist also eine Art Wegweiser. Kompass. Richtig, ein Südweiser. Also hoffen wir, was am Ende davon ist, dass wir es umbringen können. Aber wenn diese Entität will, dass du das umbringst, solltest du das dann... Ja, das hat Karino auch schon gesagt. Das ist immer die Gefahr, wenn man mit Erzdämonen Handel treibt oder sonst wie. Nun, ich denke, wenn jemand von einem Erzdämon besessen ist, werden wir das wohl erkennen, nicht wahr? Sicher, eine Besessenheit schon, aber das bedeutet ja nicht, dass nicht vielleicht im ungünstigsten Fall der Erzdämon oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, nicht durch Rafims Augen blicken kann und unsere Position verraten kann. Nun, ich meine das mehr in Bezug auf, der Erzdämon will, dass wir jemanden umbringen. Wenn er meinetwegen ein Paktbruch hintertreiben will, etc., dann würden wir das wohl erkennen, oder? Möglicherweise. Es handelt sich nicht gerade um einen der subtilen Erzdämonen. Nun, wie auch immer, ein Pakt hier stoppt dabei. Das ist eine gute Sache. Finde ich auch. Ja, habt ihr recht. Könnten wir uns auf den... Wir bringen den Paktierer um Part konzentrieren, bitte. Von mir aus. Sicher, es liegt sowieso in etwa in der Richtung. Und führt uns weiter weg von dem Weiler. Und hoffentlich diesen komischen Söldnern. Ja, wo zeigt das mylanische Pendel denn eigentlich hin? Nach Osten, wie immer. Kümmern wir uns erst um meine dämonische Hand oder später? Nun, wir werden das Pendel befragen, wenn wir zuerst auf den Punkt des Pendels treffen, dann werden wir uns darum wohl zuerst kümmern. Und ansonsten um eure Hand. Ich wollte das nur sagen, weil wenn ihr recht habt und er kann Dinge hören oder sehen, die ich sehe, wäre es vielleicht gut, sich vorher drum zu kümmern, weil wenn wir dann finden, was wir suchen, wäre es schlecht, ihm zu zeigen, dass wir gefunden haben, was wir suchen. Wir sollen euch die Augen ausstechen, oder was? Was? Nein, Boltax, das ist ein sehr schlechter Scherz. Darüber lache ich jetzt nicht. Im Zweifelsfall natürlich nur. Gäbe es nicht eine Möglichkeit, irgendwie den einen Blick zu verschleiern? Tut's nicht ein einfacher Handschuh? Ist ein magisches Zeichen, das wird nicht viel helfen. Ein magischer Handschuh? Habt ihr einen magischen Handschuh? Nein, aber wir haben zwei Magier. Sehe ich vielleicht aus wie eine Handschuhmagierin? Ich bin ausgebildete Kampfmagierin. Ich bin ein Fall des Lichts, nicht eine Kosmetik- oder Schneidermeister-Magierin. Aber kennt einer von euch drei irgendeine Möglichkeit, um magische Sicht zu verbergen? Hand abhaken, selbstverständlich. In die Kiste tun, die den... Ist es denn magische Sicht oder ist es dämonische Sicht? Wir wissen noch gar nicht, ob der Dämon oder der Hintertreiber durch dieses Zeichen guckt. Es ist nur eine Spekulation. Frosty, bei der Analyse, sind mir da irgendwelche magischen Fäden, die mit Verständigungsmagie oder so zu tun hatten oder Hellsichtsmagie aufgefallen? Gut.
Nun, es erscheint unwahrscheinlich, dass ein Zauber dergleichen eingewoben wurde. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Aber was der Dämon macht, ist schwierig vorauszusehen. Selbstverständlich ist das schwierig. Es sind Kreaturen des Chaos. Nur weil sie Kreaturen des Chaos sind, heißt das nicht, dass sie minder intelligent sind. Im Gegenteil. Sie sind durchtrieben durch und durch. Ich will halt nur nicht, dass er durch mich dann sieht, was wir gefunden haben, und auf einmal sind wir umringt von seinen Anhängern. Wäre nämlich sehr schlecht. Nun, ob der Erzdämon durch euch sieht, das kann ich nicht voraussagen. Aber zumindest in diesem Zeichen sind keinerlei Anzeichen dafür, dass es sich um Verständigungs- oder Hellsichtsmagie handelt. Das bedeutet, es kann so ziemlich ausgeschlossen werden, dass ein direkt mit diesem Phänomen verbundener Magier euch beobachtet. Das bedeutet, eine direkte Kommunikation würde nur über den Erzdämon stattfinden. Und wir müssen hoffen, dass er Wichtigeres zu tun hat, als euch hinterher zu spionieren. Das ist ja kein stabiler Plan, aber gut. Nicht wirklich, das gebe ich zu. Und selbst wenn er uns hinterher spioniert, wird er dann den Drachen helfen wollen? Naja, die Erzdämonen sind miteinander ja verfeindet. Also. Richtig. Vielleicht aber nicht dem Drachen helfen, sondern sich selber, weil das, was wir suchen, könnte ihn auch wohl interessieren. So ziemlich wie einfach jeden. Nun, aber wenn es hier ein Phänomen gibt, von dem aus ein Erzdämon seine Zeichen uns aufdrückt oder anderen unschuldigen Leuten, dann sollten wir uns auf jeden Fall darum kümmern. Das ist wichtig.